die Ganztagsschule, eine Schule, die erst nachmittags endet und neben Unterricht auch Zeit für Entspannung und individuelle Förderung bieten soll. Doch je nach Bundesland sind Ganztagsschulen ganz unterschiedlich. Das ist Leon. Seine Schule geht nur an 3 Tagen bis 15 Uhr. Leni dagegen bleibt die ganze Woche bis 16:30 in der Schule. Leon hat also neben Unterricht und Mittagessen kaum zusätzliche Zeit. Leni hat viel mehr Zeit, um im Schulchor zu singen und zu lernen. Wenn Leon nach Hause kommt, arbeiten seine Eltern noch. Oft hat er Langeweile und wäre gerne bei seinen Freunden. Die Hausaufgaben macht er später mit seinem Vater. Leni kommt zusammen mit ihrer Mutter nach Hause. Na? Ihre Aufgaben hat sie in der Schule erledigt. Sie würde auch gerne eine Matheförderung bekommen. Zeit hat sie ja, aber leider fehlen die Lehrer dafür. Lenis Zeit könnte also sogar noch besser genutzt werden, wenn ihr Bundesland zusätzliche Lehrerstunden bereitstellen würde. Obwohl Leni viel länger in der Schule ist, haben ihre Lehrer nicht mehr Zeit für zusätzliche Angebote. Wäre es nicht schön, wenn Leon mehr Zeit in der Schule hätte und es in beiden Schulen mehr Pädagogen gäbe? So könnten Leon und Leni individuell gefördert werden. Die Hausaufgaben wären erledigt, der Stoff verstanden und auch für AGs und Hobbys bliebe genügend Zeit. Um das zu erreichen, braucht es bundesweite Standards für Lernzeit, Personalausstattung und Qualität aller Ganztagsschulen.